Hallo, liebe Freunde der Late Line, und ich wünsche euch allen einen traumhaft wunderschönen guten Tag, auch wenn das heute ein etwas trauriger Anlass ist, denn es geht um das Ende der Late Line und um die letzte Sendung der Late Line, die am 25.06.2019 im Radio lief und zu hören war. Und ich habe die Chance genutzt und habe an diesem Tag angerufen und bin auch rangekommen. Das heißt, ich war im Radio zu hören und habe ein bisschen was da erzählt über meine Geschichte zur Late Line und was ich alles so erlebt habe mit der Late Line. Radiomoderatoren an den Abend waren Ingmar Stadelmann und Claudia Kamit. Und ja, es war wirklich ein trauriger Moment, denn die Late Line ist und war meine absolute Lieblingsradiosendung im deutschen Radio. Und sie war ein perfektes Beispiel dafür, was das Öffentlich-Rechtliche so Gutes zu bieten hat. Denn es wird sehr oft über das Öffentlich-Rechtliche gemeckert, aber über die Late Line kann man nicht meckern. Ja, das Besondere an der Late Line war halt einfach dieses Talk Radio. Ich persönlich bin ein großer Fan von Talk Radio und fand lange Zeit, dass es viel zu wenig davon im Radio gibt. Dazu die Besonderheit, dass die Late Line ein Gemeinschaftsprojekt war von verschiedenen Jugendradiosendern, unter anderem Bremen 4, Das Ding, Fritz vom RBB, Enjoy, MDR Sputnik, was hier mein Heimatgebiet ist, 103.7 Unser Ding oder später einfach nur Unser Ding und UFM. Und Punkt Nummer zwei, was so besonders war an der Late Line, das war ihre Vielfalt. Das heißt, über die ganzen Themen, über die gesprochen wurde, über die emotionale Achterbahn, denn es gab manchmal Abende mit freier Themenwahl, es gab aber auch verschiedene Themenabende und verschiedene Anrufer haben verschiedene Geschichten zum gleichen Thema erzählt, die auf der einen Seite lustig und fröhlich sein konnten, aber auch tragisch und traurig. Und man hat auch viel dabei gelernt. Und ich kann das mit Worten wirklich nur sehr schwer ausdrücken, wie besonders die Late Line dafür war. Ich vermute mal, dass alle, die die Late Line gerne gehört haben, wissen, was ich meine. Es geht einfach um die Vielfalt und um die Vielseitigkeit dieser Sendung und vor allem über die Themen, die gesprochen wurden. Theoretisch gab es eigentlich überhaupt kein Thema, über das nicht gesprochen wurde. Ja, und nach über 9 Jahren ist die Late Line nun vorbei. Wie gesagt, ich habe angerufen und bin drangekommen und ich habe quasi den Mitschnitt von dem Zeitpunkt oder dem Zeitraum, in dem ich zu hören war, hier an das Video mit drangeschnitten. In dem Fall wünsche ich euch noch viel Spaß beim Rest dieses Videos. Am Ende gibt es noch einen schönen Abschied vom Anrufer Martin. Das ist der, der eine Statistik geführt hat über alle Themen zu allen Sendungen und auch Statistiken geführt hat, wie viele Radiosendungen welcher Radiomoderator gemacht hat. Und der fasst am Ende nochmal zusammen und sagt nochmal Danke an alle Radiomoderatoren, zählt sie alle nochmal auf. Von daher mache ich das jetzt hier nicht, sondern überlasse diese Ehre dem Martin und habe das auch nochmal ans Ende dieses Videos drangeschnitten. In diesem Sinne, noch viel Spaß beim Anhören dieses ja, Videos, dieses Podcasts, dieses Zusammenschnittes der Late Line, der allerletzten Sendung. In diesem Sinne, noch viel Spaß und auf Wiederhören. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding, Fritz vom RBB, Enjoy, MDR Sputnik, Unser Ding und UFM. Late Line 0800 80 5 mal die 5. Lateline.de. Heute mit Claudia Kamit. Das stimmt nicht ganz. Ich bin nicht alleine. Ingmar Stadelmann, der wunderschöne Ingmar Stadelmann, ist an meiner Seite. Denn wir haben heute was Besonderes vor. Wir tragen die Late Line zu Grabe. Heute die allerletzte Late Line. Wie du das eben warst, du so voll emotional und jetzt donnerst du das einmal Ja, ich so. habe ehrlich gesagt richtig Herzschmerzen. Wirklich. Ist es Ich so? bin heute früh aufgewacht und dachte so, fuck. Fuck, ich fahre so gerne zur Late Line. Ich liebe die Late Line. Es gibt, glaube ich, keine andere Sendung, die ich einfach nur für einen Pommesgutschein jede Woche machen würde. Im Aber diese Prinzip, Sendung schon. Ja, ja, will ich tatsächlich hast du machen. nicht ganz Unrecht. Also sagen wir mal so, der finanzielle Rahmen, der spielt hier nicht so eine große Rolle, aber der Spaß, den man dabei hat, der ist Ja. relativ weit oben. Das stimmt allerdings, ja. Diese Sendung verkörpert meine Liebe und meine Leidenschaft und ich bin echt traurig, dass Seit wir wann jetzt moderierst du gehen. die Sendung denn? Na, 3 Jahre? Seit 3 Jahren erst. Ja. Du bist ja quasi frisch Ja, dabei. quasi. Ich bin Ich weiß auch Frischfleisch. gar nicht ganz Wie lange genau. machst du es denn? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nämlich gar nicht genau, wie viele Sendungen ich tatsächlich schon gemacht habe, wie viele Sendungen es überhaupt insgesamt gab. Aber das werden wir gleich klären, weil da habe ich nämlich mich schlau gemacht, beziehungsweise es gibt jemanden, der führt ausführlich Statistik über diese Sendung, seit es sie gibt, über alle Moderatoren, über die Themen. Es gibt auch Unfassbar. Themenlisten. Wow. Und ich will nicht sagen, wie oft ich in diese Themenliste geguckt habe, wenn mir nichts eingefallen ist. Echt? Habe ich da reingeguckt, was hat man denn Stark. 2010 für Themen gemacht? Also darüber gleich mehr. Ansonsten, wir haben ja kein festes Thema heute. Alles, was euch beschäftigt, das könnt ihr gerne hier mit uns besprechen über 0880 5 mal die 5 in der allerletzten Late Line der besten Radiosendung der Welt. 0880 5 mal die 5. Ja, und der Rest von euch kann auch anrufen, ja. Denn wir haben noch eine halbe Stunde, die letzte halbe Stunde Late Line läuft quasi wow. gleich. Und mit mir, Claudia Kamit, mit Ingmar Stadelmann. Es wird auch noch Video gestreamt über Instagram, über meinen Account. Claudia Kamit logischerweise. Also wer Bock hat, ruft noch an. Freie Themen, weil wir reden über alles. Ich würde einfach sehr gerne auch mit euch heute quatschen. So,
So. Dann jetzt mal Kenny aus Merseburg, der wartet auch schon 1000 Jahre. Hi. Einen traumhaft wunderschönen guten Abend euch. Hallo, Kenny aus Merseburg. Bei Merseburg fällt mir natürlich sofort auch eine Geschichte ein. Ja, der Typ, der Nazi aus Merseburg. Der schwule Nazi aus Merseburg. What? Der schwule Nazi aus Merseburg. Das ist wichtig, ja. Das ist der wichtige Hinweis. Wobei der aber, ehrlich, wo ich die Sendung gehört habe, der hat nicht nach Merseburg geklungen, der hatte irgendwas Berlinerisches in seiner Stimme. Also vom Dialekt her. Aus meinen Erachtens kam der nicht aus Merseburg. Ja, redest du dich jetzt raus? Du willst nur keinen schwulen Nazi haben. Ja, ich war. Also kurz, da hatte ich das Thema in der Show, man sieht es mir nicht an, aber beende den Satz. Und dann rief tatsächlich jemand aus Merseburg an und sagte, man sieht es mir nicht an, aber ich bin schwul. Und daraufhin sagte ich, das sieht man ja selten. Und fragte, ob er geoutet ist. Und dann sagte er, teils, teils. Und dann fragte ich, was ist denn teils, teils für eine Antwort für ein Outing? Er sagte, ja, bei der Familie schon, bei den Kameraden schwierig. Kameraden. Und dann wusste ich schon, okay, das wird jetzt interessant. Und tatsächlich war er einfach, also er war homosexuell und war Nazi. Und daraus ergibt sich auch ein wunderbares Gespräch, ich glaube über eine Viertelstunde. Auch dieses Gespräch ist bereits auf YouTube zu finden. Aber müsste er nicht gerade dadurch, dass er weiß, dass er da nicht geduldet wird mit seiner Sexualität, gerade deshalb wissen, dass das einfach Vollpfosten sind und er sich von denen lösen muss? Suchst du gerade Logik bei Nazis, Claudia? Ja, okay. I got it. Ja. Und was können wir für dich tun, Kenny aus Merseburg? Ich habe mir ein paar Gedanken kurz mal zusammengeschrieben, was ich erzählen wollte. Also bei mir war es so, ich habe die Late dann das erste Mal 2012 gehört, auf dem Weg von Leipzig nach Hause nach Merseburg im Auto. Und da hat damals der Holger Klein eine Sendung gemacht über das Thema Behinderung. Da hatten diverse behinderte Leute angerufen, haben über ihr Leben erzählt und so Geschichten. Und ich saß halt im Auto und dachte so, ey, was ist das denn für eine geile Sendung? Wurde mal getalkt. Ich wollte schon immer eine richtige Talksendung im Radio haben, so wie Howard Stern aus den USA. Genau. Und hab dann halt die Leitung entdeckt und war dann halt ein riesen Fan, hab ich dann immer gehört. Also ich bin quasi schon seit 2012 Fan. Und damals war ja, ich möchte mal gerne den Jens Uwe Krause mal noch erwähnen. Ja, Juck, absolut klar. Und ja, ich war halt ein großer Fan von Holger Klein, weil bei den Sendungen hat man quasi immer irgendwas gelernt. Da hat man immer irgendwas mitgenommen fürs Leben. Da fällt mir auch eine Sendung ein, zum Beispiel, wo der Sick von Schorestein Papier zu Gast war, wo es um das Thema Drogen ging und Drogenabhängigkeit und sowas. Das war eine sehr interessante Sendung. Und dann komme ich zu dir, Ingmar. Ich habe damals deine allererste Sendung gehört. Meine allererste? Deine allererste, genau. Ich kann mir das sagen, gut dran erinnern, weil damals waren da wir zwei, Juck, Caroline, der Holger und Jan. Und dann ist ja, glaube ich, der Juck war weg als erstes. Genau, das war der Montagabend. Wurde das verschoben. Genau, und dann wurde das irgendwie verschoben, dann bist du ja gekommen. Ja. Und so, und da habe ich deine erste Sendung gehört. Und dann ist man natürlich als Late-Line-Stammhörer so ein bisschen sehr kritisch. So, wer ist denn der Neue da? Mal ein bisschen reinhören. Kulturschock. Und ich weiß nicht genau, die erste Sendung, ich glaube, du hast da einen Rekord gebrochen mit der Anzahl der Anrufe. Du hattest da so viele Leute in der Sendung. Du hast da wirklich einen nach dem anderen abgearbeitet. Und dachte mir so, okay, wird das jetzt jede Woche so ablaufen? Aber dann hast du halt wirklich relativ schnell deinen eigenen Style irgendwie bekommen. Und dein Humor hat das halt mega gut untermalt. Und ich kann mich noch erinnern, ich war zum Beispiel 2013 mal bei dir in der Sendung zu Gast. Da hattest du, ich weiß nicht, ob das wirklich so überhaupt gespielt hast, es lagen zwei Brötchen im Mülleimer. Doch! Und du hattest. Ach Gott, die legendären Brötchen. Ich hatte Hunger und hatte Brötchen im Mülleimer. Wirklich. Da habe ich aus Frankfurt moderiert, das werde ich nie vergessen. Habe ich aus Frankfurt moderiert und habe es irgendwie verpeilt, weil ich abends nochmal mich hingelegt habe, mich ausruhen wollte. Und bin eingepennt und wäre fast zu spät zur Sendung gekommen, konnte deswegen nichts essen und bin ins Studio gegangen und habe die ganze Zeit mich darüber aufgeregt, dass ich nichts zu essen habe. Und dann habe ich in diesen Mülleimer geguckt und im Mülleimer lagen zwei Brötchen, quasi, ich glaube, die waren nicht mal angebissen, ne? Waren die eingepackt in irgendwas? Nee, die waren neu. Du hattest, glaube ich, noch Bilder hochgeladen. Genau, ich habe noch Fotos gemacht. Und da hatte ich kommentiert und du hattest gefragt, soll ich sie essen oder nicht? Und da hatte ich kommentiert und da hattest du meinen Kommentar vorgelesen. Dann habe ich anschließend dann bei euch angerufen und bin dann Deutsch gekommen. Und dann hatte ich dich überredet, die zu essen. Ich glaube, das waren zwei verschiedene zur Auswahl. Ich habe den Mitschnitt noch auf dem PC, ich hatte das damals runtergeladen. Ach. Und dann hast du mich bis zum Ende der Sendung noch in der Leitung gelassen, weil du mich als Lachsack benutzt hast. Du hast deine Lachen so geliebt. Ich erinnere mich düster dran. Was war das Thema denn damals? Weißt du das noch? Das war, glaube ich, Abschweifen. Ich glaube, es war Abschweifen. Aber also, wenn du den Mitschnitt noch hast, ne, den kannst du mir gerne mal senden. Das ist auch eine sehr, frühen Sendung gewesen. Das ist sehr, sehr lustig gewesen. Und da habe ich weiß doch, dass sich aus dieser Brötchennummer so eine Diskussion ergeben hat. Weil das eigentlich ein frisches Brötchen war. Das war ja quasi, weißt du, viel verpackt, weggeschmissen. Niemand hat es nicht geschafft und hatte das deswegen in den Müll geschmissen. Aber es war eigentlich gutes Essen. Und dann haben Leute darüber diskutiert, ob man das machen kann, aus dem Mülleimer das Brötchen noch essen. Und andere haben gesagt, natürlich ist es auch ein frisches Brötchen im Prinzip. Da ist doch nichts schlecht dran, nur weil es da im Müll lag. Und andere haben gesagt, man isst doch nicht aus dem Müll und so weiter. Also es war dann tatsächlich ganz interessant. Ich erinnere mich. Ja, und
da wollte ich dran denken, du hast ja vorhin die Geschichte erzählt mit deiner Sperre beim Radio, weil du die einfach quatschen lassen hast. Ja. Ich bin aber du hast das öfters gemacht, zwar nicht so, wie du es gerade beschrieben hast, aber ich glaube, in der Sendung war es auch so, da waren halt wirklich mehrere in der Leitung und du hast einfach mal die Klappe irgendwann gehalten und hast einfach nichts mehr gesagt und hast die Leute einfach machen lassen. Ja. Da waren 3-4 Leute oder sowas in der Sendung, haben da wirklich 5, 6, 7 Minuten, ich weiß es nicht mehr, halt miteinander gequatscht. Du hast nichts mehr gesagt. Das war total verstörend. Ich fand es aber auch immer sehr faszinierend, weil da einfach die Leute dann selber so ein Sendungsbewusstsein entwickelt haben und lustigerweise die Leute nicht einfach auflegen oder so, ne, sondern auf einmal das Gefühl haben, sie haben eine Verantwortung für die Sendung und dann trotzdem einfach irgendwas reden, weil sie denken, oh, wenn ich jetzt auflege, dann ist ja da niemand mehr. Und das fand ich tatsächlich faszinierend zu beobachten. Aber ich habe tatsächlich den Fehler, den Leuten nicht zu sagen oder die nicht zu begrüßen oder nicht zu sagen, dass sie jetzt im Radio sind, das habe ich, glaube ich, tatsächlich nur ein oder zwei Mal gemacht. Sonst habe ich denen immer noch die Chance gegeben, dass sie jetzt wissen, es geht los. Ne? Und dann habe ich irgendwann die Fresse gehalten, das stimmt. Ja. So, dann möchte ich gerne noch mal über ein paar Running Gags reden von der Late Line, von diversen Moderatoren. Zum Beispiel war es ja bei Jan Böhmermann das berühmte Kolonialdenkmal. Ja. Ich finde, das muss in der letzten Sendung angesprochen werden, sein berühmtes Kolonialdenkmal und aufgelegt und das kommt der nächste. Und ich weiß zum Beispiel noch, ich war bei Jan Böhmermanns Live-Sendung in Leipzig und Fun Fact dazu, es war damals so eine Tour, wo er in verschiedenen Städten war. Ja. Und überall konnte das Publikum sitzen. In Ausnahme von Leipzig, das war im Täubchental, da standen so 4, 5 Couchen und Sessel irgendwo rum. Der Rest des Publikums musste stehen. Und ich gehörte glücklicherweise zu den wenigen, der in so einem Sessel sitzen durfte. Und in der Sendung habe ich dann auch irgendwann mitten in der Sendung aus dem Publikum rausgebrüllt, so Kolonialdenkmal. Und dann hat er gemeint, so Kolonialdenkmal, jo, aufgelegt. Und hat es dann auch durchgezogen. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. Und ja. Ich muss sagen, Jan Böhmermann hat das schlimmste Autogramm der Welt. Ich habe damals mir ein Autogramm holen lassen und das sieht fürchterlich aus. Das ist einfach nur ein Bogen und ein Strich irgendwie. Keine Ahnung, was das ist. Moderne Kunstwerke sehen schön aus. Man muss schon sagen, ne, Jan hat dieses Format schon auch sehr geprägt. Ne? Die Art und Weise, wie der das gemacht hat, war schon sehr eigen. Und ich muss auch sagen, als mir das quasi angeboten wurde, habe ich es tatsächlich nur gemacht, weil ich vorher gehört habe, wie Jan die Sendung macht. Und ich mir dann vorstellen könnte, wie ich sie machen würde. Und davor war es für mich auch gar nicht richtig vorstellbar. Aber also dank Jan habe ich gesagt, ich mach's. Jo. Das war noch, ja, Sozialwissen für Heiko. Sozialwissen für Heiko? Reingepostet. Bin in der Gruppe, bin ich noch drin, hab vorhin noch einen Post reingemacht. Gibt's die Gruppe noch? Natürlich, du bist Admin, du musst doch wissen. Du musst immer nachgucken. Ja, es gibt auch noch, was ich gefunden habe jetzt gerade, weil ich nämlich auch noch gesucht habe, es gab auch noch die Gruppe Begrüßungshuni für Asylanten. Mhm. Oh, das sagt mir auch noch irgendwas. Das habe ich mir auch gemacht. Da gab es nämlich so Leute, die sich irgendwie beschwert haben darüber. Da war zu Zeiten eine Flüchtlingskrise und da habe ich mich irgendwann so aufgeregt und gesagt, dass ich eigentlich finde, dass jeder von diesen Flüchtlingen, genau wie wir Ossis damals, einen Begrüßungshoni kriegen sollte. Und dann haben Leute eine Gruppe gegründet, Begrüßungshoni für Asylanten. Auch eine sehr schöne Gruppe. Ja, und ich weiß, man darf keine Grüße schicken, weil der Gruß ist der Feind des Hörers, aber den Johannes Sassenroth möchte ich grüßen und mal nochmal Respekt für seine Sendung damals in Afghanistan. Das war auch ein riesengroßes Highlight, was die Leitlern angeht. Stimmt. Johannes hat damals ist zu den Truppen nach Afghanistan geflogen und hat von dort Radio gemacht und ich glaube auch tatsächlich abends getalkt. Mhm. Ja, genau. Ja. 2 Stunden und da hatte diverse Leute von der Bundeswehr dort mit vor Ort, die mit ihm gequatscht haben. Und Respekt dafür. Und das ist leider immer noch ein aktuelles Thema. Ja, krass, ne? Eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Und der Johannes hat ein tolles neues Format, das da heißt Der Anruf. Ja, hat er mir geschrieben. Wir haben uns bei Instagram ein bisschen connected. Und da hat er mir das erzählt mit dem Podcast. Hat er quasi Werbung dafür gemacht. Ja, kann man empfehlen. Sehr, sehr interessante Themen. Quasi nur ein Anrufer, aber der wird sozusagen angerufen und dann quatscht man mit dem über sein ganz persönliches Thema. Cooles Format. Kann man checken. Ja, Podcast-Format. Cool. Das ist alles Podcast, weißt du. Dann natürlich deine epischen Deadlines möchte ich natürlich nochmal vorheben. Das war schön. Ja, da habt ihr wirklich auch Spaß dran gehabt. Ne? Das war für mich ja tatsächlich irgendwie also mit die meiste Arbeit, muss ich sagen, um das irgendwie koordinatorisch so durch zu prügeln und das hinzubekommen, dass alle irgendwie miteinander mal was zu reden haben und zu flirten haben. Deswegen war ich da am Ende gar nicht mehr so heiß drauf. Aber eine haben wir auch mal zusammen gemacht, haben wir uns das allererste Mal gesehen. Stimmt, wir haben mal eine Deadline zusammen gemacht, so eine Männer-Frauen-Deadline. Mhm. Aber ein schönes Format. Ja, war auch gut. Sehr schön. Ja, Mensch, siehst du, viele schöne Erinnerungen. Auf jeden Fall. Ja, ich habe das jetzt nur bei dir angerufen und bei Holger Klein. Bei Jan Böhm hätte ich das nie getraut. Und ich weiß, eine letzte Sache noch, wo ich damals bei der Sendung war, was ich erzählt hatte, wo ich bis zum Ende der Sendung war, hattest du noch gemeint,
da hat es ja auch schon das als Comedian die Auftritte gemacht. Das hast du mich quasi eingeladen, mal zu einem Auftritt von dir zu kommen. Ich weiß nicht, ob es eine kostenlose Einladung war, im Sinne von, ey, brauchst du nicht bezahlen, komm rein. Aber du hast mich mal eingeladen, aber ich habe es leider nie geschafft, mal zu einem Live-Auftritt von dir zu kommen. Ja, weil ich versuche trotzdem mal irgendwann. In Merseburg ich nie bin, ne? Aber wie weit ist Erfurt? Deine Heimatstadt, oder? Du weißt wo? In deiner Heimatstadt? Salzwedel. Salzwedel, da war ich ja auch schon. Ich könnte dir, ich glaube, für den Herbst bin ich, glaube ich, nur in Erfurt im Osten unterwegs. Vielleicht komme ich da vorbei. Mal schauen. Nee, Magdeburg war ich auch schon. Ich war schon alles durch. War da nicht woanders noch irgendwo in der Stadt? Das kann sein. Sonst nächstes Jahr 2020. Schreib's mir nochmal und dann hau ich dich auf die Gästeliste. Ey, wunderbar, geil. Ja, ich komm auch mal. Ja, mach mal. Du kannst hier in Berlin kommen. Ja. Du bezahlst. Ja, du Assi, ey. Ja, mein Lieber, ich danke dir. Ich freue mich schon auch, wenn wir beide essen gehen, da weiß ich auch, wer bezahlt. Ich danke, dass ihr mich reingenommen habt. Danke für die vielen Jahre, Late Line, ihr seid super. Und ja. Wir danken euch. Bis dann. Dankeschön, ciao. Tschüss. Mach's gut, ciao. Martin, du hast ja einen Text vorbereitet, ne, zum Finale. Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Martin nimmt uns quasi die letzten Worte ab. Das heißt, wir beide brauchen eigentlich gar nichts mehr sagen. Verabschieden wir uns jetzt. Wir verabschieden uns, Claudia, es war mir eine Ehre. Ingmar Stadelmann, es war wunderschön mit dir. Ich hoffe, wir kommen irgendwann nochmal in das Vergnügen, was zusammen zu machen. Und ansonsten, wie gesagt, bei Fritz, der Blue Moon, den gibt es weiter. Dienstags mit dir, Mittwoch mit mir. Und ich möchte mich auch nochmal für das Vertrauen bedanken, was uns so viele entgegengebracht haben. Fuck you. Und ansonsten auch, ja, diese schönen Geschichten. Und ich weiß, dass es manchmal eine Hürde ist, überhaupt zum Telefon zu greifen. Tausend Dank. Ich möchte Danke sagen all den Hörern, die es nicht nur im Radio geschafft haben, sondern ganz, ganz viele sind auch oft auf meine Tourneen gekommen. On dieser Show. Und sind dann zu meinen Programmen gekommen, sie ein Ticket gekauft. Dafür gilt euer. Und auch noch an alle Moderatoren, lass uns die nochmal auf den Jan Böhmer machen. Das macht, glaube ich. Aber ich möchte trotzdem noch Johannes und auch Ann-Kathrin danken, die auch immer mit uns hier zusammengearbeitet haben. Auch an die nochmal Dankeschön. Tollen Redakteuren. Ja. Bitte, lass ihn, du, der Martin hat ja, alles perfekt. Ja, okay, Martin. Tschüss, Liebe von euch. Das war's. Das waren 1597 Late-Line-Sendungen über nahezu alle möglichen Themen. Manchmal sogar unmögliche. Nach 9 Jahren, 2 Monaten und 2 Wochen ist nun also Schluss. Danke Andrea, Bianca, Caroline, Katrin, Christoph, Christopher, Claudia, Hendrik, Holger, Ingmar, Jan, Jens-Uwe, Jessica, Johannes, Julian, Katrin, Konrad, Marvin, Siham, Simon, Till, Tim und Victoria. Gedankt sei auch allen Anrufern, die Late Line überhaupt erst hörenswert gemacht haben. Viele Grüße gehen an Christian Balde und Jan Kröger sowie alle, die im Hintergrund für das Gelingen der Sendung gesorgt haben. Die Zeit der Late Line ist vorbei, aber das Leben geht weiter. Bleibt alle sauber. Gute Nacht. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Das Ding. Fritz vom RBB. Enjoy. MDR Sputnik. Unser Ding. Und UFM. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.